Liebe Fupaner an den Endgeräten, mein Name ist immer noch Sascha Köppen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Fupa Niederrhein Videotalks. Das ist gerade dabei, schon eine kleine Institution bei uns zu werden. Das liegt natürlich auch an euch, weil ihr das Ganze aufmerksam verfolgt. Dafür an dieser Stelle mal einen herzlichen Dank auch von mir. Sehr oft haben wir Trainer zu Gast. Das ist heute nur bedingt richtig, denn in erster Linie ist unser Gast heute noch aktiver Fußballer und das ganz ordentlich. Im Moment zwar gerade nicht, warum das so ist, das erfahren wir gleich auch. Ich begrüße aus der U23 von Borussia Mönchengladbach Thomas Kraus. Hallo Thomas. Hallihallo. Ja, 6 Jahre bist du jetzt schon bei dem Verein, wo du mal irgendwann im Gespräch zu mir gesagt hast, dass du eigentlich von 365 Tagen im Jahr 360 froh bist, wenn du morgens aufstehst, dass du für diesen Verein arbeiten darfst. Jetzt geht das Ganze aber doch nach 6 Jahren zu Ende. Warum? Ja, eigentlich ist es schnell erzählt. Ich bin ja jetzt nicht mehr 19, leider. deswegen war das immer so abgesprochen mit dem Verein, dass ich bis Weihnachten, sage ich jetzt mal, Bescheid weiß, wie es weitergeht, wenn mein Vertrag im Jahr danach praktisch ausläuft. Das war auch jetzt so. Und nach kurzen Gesprächen mit den Verantwortlichen ist es dann eben zu der Entscheidung gekommen, dass der Trainer mir halt gesagt hat, dass er sportlich was anderes machen will. Deswegen endet mein Vertrag im Juni und das ist eigentlich auch schon ganz schnell erzählt. So wie ich das rausgehört hatte, so ein bisschen bei Borussia ist aber auch so, also man wollte dich ja nicht vom Hof jagen. Da hat es ja, glaube ich, dann schon irgendwie ein Angebot gegeben, dann vielleicht noch was anderes zu machen. Du bist ja jetzt auch durchaus schon Trainer, ne? Ja, also ich war die letzten, ich sag mal, die Corona-Zeit ist für mich natürlich schon auch kompliziert gewesen. Dadurch, dass ich ja dann in 2 Mannschaften bin, dann ist es ja auch nicht so leicht. Dann hat die Jugend auch pausiert. Also es war schwer, aber davor hat mir das großen Spaß gemacht, gerade auch mit dem Team, mit meinem Chef sozusagen, mit dem Jimmy Lukasen, mit den Co-Trainern. Hatte ich großen Spaß bei der Arbeit mit den Jungs. Es war halt so, dass es sportlich eben nicht weitergehen sollte und es gab auch in der Form kein anderes Angebot. Und ja, ich sehe mich auch noch als Spieler, also ich kicke auch noch gern weiter und deswegen ist das einfach, sag ich mal, professionell zu Ende gegangen oder geht die Zeit zu Ende. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Angebot ablehnen musste. Weil ich sag mal, wenn man dich natürlich so auf dem Platz sieht, und das ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass man dich jetzt noch auf dem Platz gesehen hat, warum das im Moment nicht so ist, reden wir gleich auch noch drüber. Aber ich sage jetzt mal einfach aus meiner Warte, könnte ich mir auch nicht vorstellen, warum in deinem Kopf vorgehen sollte, dass du jetzt aufhören sollst. Weil wenn man sieht, wie du mit der Mannschaft, welche Rolle du einnimmst auf dem Platz, du ziehst die komplette Truppe mit. Ja, also es freut mich, dass du das zumindest so wahrnimmst. Ich denke, ich habe einen ganz guten Draht zu den Jungs. Obwohl natürlich, logischerweise werde ich immer ein Jahr älter und die Jungs kommen halt immer, oder es ist eine sehr große Fluktuation in der U23. Aber ich komme gut mit den Jungs aus, ich liebe die Zeit auch in der Kabine und ich glaube, dass ich, dass die Ansprache noch so ist, dass die Jungs jetzt nicht sagen, boah, was erzählt der da von früher oder so, sondern dass ich schon in der Aktualität bin. Ich versuche, meine Rolle nicht zu wichtig zu nehmen und trotzdem ist es so, dass ich, wenn ich den Eindruck habe, ich muss was sagen, dann sage ich es auch. Ich glaube, dass die Jungs mir das auch abnehmen, weil ich schon so kein Schauspieler bin, sondern immer mit dem Herzen dabei bin. Und deswegen, ich brenne noch, ich habe noch Spaß. Und deswegen, ja, hast du das richtig festgestellt, ist es schon so, dass ich noch richtig Bock habe zu kicken. Also das ist auch das, was ich so als Rückmeldung von den jüngeren Spielern, die jetzt aus der A-Jugend nachkommen, da fragt man natürlich immer mal nach, wie die so aufgenommen werden und an wem die sich so ein bisschen orientieren. Und da muss man, glaube ich, kein Geheimnis verraten, wenn ich jetzt sage, dass da dein Name natürlich relativ oft fällt. Das ist ja gar keine Frage. Jetzt wird der ein oder andere Anhänger, der dich die Jahre über verfolgt hat, in Gladbach womöglich sagen, gut, dass der jetzt geht, unter dieser Voraussetzung ist normal, aber jetzt geht der ausgerechnet zum ersten FC Köln. Wie ist denn da der Kontakt hingekommen? Ich meine, du wohnst ja in Köln, ne? Ja, genau. Also ich wohne in Köln. Ich habe ja auch vorher oder vor ein paar Jahren schon beim 1. FC Köln 2 gespielt. Im Endeffekt, die Verantwortlichen sind noch wenige da, sagen wir es mal so. Dadurch, dass ich auch hier wohne, hat man natürlich auch Bezug. Die 2 älteren Spieler vom 1. FC Köln, mit denen habe ich früher noch bei der U23 witzigerweise gespielt, als wir alle noch U-Spieler waren, also jüngere Spieler. Und
Ja, also ich kann das verstehen, ich kann auch die Fans verstehen. Ich glaube, ich akzeptiere auch, wenn Leute sagen, wie kann man da hinwechseln oder damals auch schon, wie kann Gladbach einen holen, der mal beim FC gespielt hat. Kann ich nichts dagegen sagen, wenn jemand die Meinung hat oder denkt, dass man dann mit weniger Herz spielt, dann akzeptiere ich es. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt oder kennengelernt hat und der mich spielen sehen hat, dann weiß er, dass ich mich ja, immer reinhaue für die Farbe, die ich anhabe. Und das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, wie kann man sich dann mit identifizieren? Wie gesagt, das überlasse ich jedem selbst. Ich haue mich rein, gebe mein Bestes und ja, freue mich drauf, dass ich noch mal 2 Jahre, wie gesagt, zurückkehren darf. Ich habe jetzt schon als, sagen wir mal, Anhänger oder zumindest Berichterstatter aus Gladbacher Sicht dann die Befürchtung, dass wir das dann in den nächsten 2 Jahren zu spüren kriegen, wenn wir dann gegen Köln spielen, dass du dich leider halt so reinhaust, wie du dich immer reingehauen hast. Das wird, wie gesagt, das kann ich mir nicht anders vorstellen, glaube ich, bis zum letzten Tag, wo du auf dem Platz stehst, sage ich einfach mal, das ist, glaube ich, dein Naturell, wird das wohl so sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht anders vorstellen. Ne? Ja, ich glaube, erstens das. Mir haben schon mehrere Trainer auch gesagt, spiel mal mit Auge oder mach doch mal locker. Ich glaube, das wird es bei mir nie geben, dass ich jetzt mal ins Training gehe und sage, ah, heute spule ich einfach mal so oder lass es halt mal vorübergehen, die 1,5 Stunden. Sondern ich will immer gewinnen, ich gebe immer mein Bestes und ich bin so auch den anderen jetzt schuldig, gerade den Jungs, mit denen ich leider nicht so oft zusammen trainieren und spielen konnte, auch wegen meiner Verletzung jetzt. Dass ich zumindest dann, wenn wir gegeneinander spielen, uns nochmal battlen. Und ja, das ist ja dann auch ganz cool, ja, ist trotzdem eine schöne Sache, wenn man dann, sag ich mal, zurückkehrt und einfach gegen die alten Jungs spielen kann, ne? Also, ja, freue ich mich drauf. Ich freue mich da auch schon drauf, gar keine Frage. Jetzt ist ja leider so, dass dich die Verletzung, kannst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, gleich, was du jetzt im Moment genau hast, dass das dazu führt, dass du jetzt im Moment ja, wie du gerade schon sagtest, weder mit den Jungs trainieren kannst und natürlich auch nicht spielen. Gibt es denn noch irgendeine Hoffnung, dass das bis zum letzten Spieltag wieder vielleicht doch noch was werden könnte, dass du zu einem Abschiedsspiel hier praktisch noch kommen kannst? Also ja, die Resthoffnung bleibt, aber es ist jetzt nicht realistisch. Ich glaube, wenn es darauf ankommen würde und wir könnten noch aufsteigen oder wir müssten jetzt was unten verhindern, dann würde ich alles dafür machen und würde mich reinstellen, auch in der Gefahr, dass das was wegfliegt, sage ich jetzt mal. Aber die Gefahr ist nicht. Die Jungs machen es gerade die letzten Spiele wieder sehr gut. Und ja, also natürlich, also mein erstes Ziel ist erstmal wieder auf den Platz zu kommen. Und es wäre dann schon cool, wenn ich noch so 2, 3, 4 Mal mit den Jungs am Feld einfach trainieren könnte auch. Das wäre schon super. Wenn es am Ende noch zu einem Einsatz reicht, wäre es cool, wäre super, wenn der Trainer mich nochmal bringt. Aber wenn dem nicht so ist, ich glaube, ich habe in den 6 Jahren, wie gesagt, immer mein Bestes gegeben. Und deswegen ist es jetzt bitter, aber es hätte auch, oder ich glaube, ich hatte oder war vom Glück auch ein bisschen geküsst, habe auch immer versucht, alles dafür zu machen, dass ich gesund und fit bin. Jetzt hat es mich halt mal erwischt, die letzten Monate waren ein bisschen unglücklich, aber ja, wie gesagt, ich versuche jeden Tag in der Reha mein Bestes zu geben. Die Physios machen alles dafür, dass es vielleicht nochmal klappt. Also deswegen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klar, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, weil das war ja eine Dankeschön. Saison, die insgesamt für die Mannschaft oder für alle Mannschaften eigentlich in der Regionalliga mit Sicherheit nicht leicht war. Für euch natürlich speziell. Ihr hattet diese Corona-Problematik zwischendurch, sind immer wieder Spiele ausgefallen, weil es bei den Gegnern halt irgendwas gab. Kann man die Saison überhaupt bewerten nach irgendwelchen objektiven Maßstäben oder wie hast du das jetzt erlebt? Wie würdest du das, was bis jetzt passiert ist in der Saison, so einordnen wollen? Ja, ich glaube, dass es schon eine besondere Situation war, wie du gerade angesprochen hast. Man muss es halt auch so sehen. Was mir brutal fehlt, das ist eigentlich auch weil ich auch vom Wesen so bin und auch um die Spieler zu integrieren, um eine coole Zeit zu haben. Das Kabinenleben fehlt halt total, ne? Also ich rede jetzt nicht nur von uns, auch von den anderen. Das ist jetzt kein Vor- oder Nachteil, sondern was mir jetzt gefehlt hat, das war schon wirklich einfach nicht cool und eigentlich beschissen, man muss es so sagen. Und weil das ist ja auch neben der Zeit, die man am Feld hat, einfach die coolste Zeit. Spaß machen in der Kabine, dieses Zusammenleben, das ist schon, das brutal gefehlt hat. Und sportlich war es natürlich so, dass wir eigentlich ganz, ich sag mal, ganz gut reingekommen sind, bis wir diesen massiven Einschlag mit dem Auswärtsspiel in Lotte hatten, mit den Corona-Fällen. Ja, und dann sind wir so ein bisschen ins
ja, strugglen gekommen. Dann mussten wir ja auch, weil dann die A-Jugend nicht mehr gespielt hat, dann haben wir praktisch auch, weil bei uns Personal gefehlt hat, die Jungs integriert, was dann eigentlich ganz gut gelungen ist. Da hatten wir eine super Phase. Ich glaube, das war auch für uns dieses Jahr ganz, ganz wichtig, dass wir die Phase hatten vor Weihnachten mit den 6 Spielen, wo wir 5 gewonnen haben. Und ja, dann kommst du einfach schlecht raus, kriegst auch 2 Packungen dann, wo du ein bisschen Lehrgeld auch vielleicht bezahlst. Mhm. Dann verletzt sich, ja, ich meine, man sieht es jetzt am Wechsel, wahrscheinlich unser qualitativ bester Spieler mit Marcel Benger. Ja, das so viel Qualität, sage ich jetzt mal, die fehlt in der Mannschaft, gerade im Zentrum, im Mittelfeld. Hat jetzt auch gesehen, der hat dieses Jahr 5 Spiele gemacht. Die Spiele mit ihm haben wir alle 5 gewonnen. Das ist nun mal so. Aber der soll jetzt nicht durchdrehen, nur weil ich den hier lobe, also wenn er dann hat. Und ja, und dann ist es natürlich maximal beschissen, wenn man in so einer Phase auch als älterer Spieler, ich darf jetzt auch im zweiten Jahr die Binde tragen, dass man dann halt nicht zur Verfügung steht und die Mannschaft irgendwie auch verbal mit seiner Art mitnehmen kann. Und die Dinge halt irgendwie dann, am Ende wären ja schon unentschieden, einfach für die Moral super gewesen. Ne? Und wenn man dann draußen sitzt, dann ist es schon richtig schwer. Aber ich glaube schon, dass man aus dem Jahr auch vieles mitnehmen kann. Und man muss halt, ja, man muss immer fleißig sein, man muss sich immer auf den Gegner vorbereiten. Man muss sich auch, gerade Regionalliga West, das ist nicht so, das ist kompliziert. Jeder Gegner hat seine Stärken. In jeder Mannschaft spielen auch ehemalige, ja, schon wirklich erfahrene Profis, die schon was ganz anderes gesehen haben. Und wenn man da ja den Fuß vom Gas nimmt, dann wird es kompliziert. Und deswegen denke ich oder hoffe ich jetzt auch, dass wir die nächsten 5 Spiele nochmal erfolgreich sind. Und ich hoffe natürlich einstellig beenden, weil dann glaube ich, dann wäre es noch versöhnlich. Und trotzdem, ja, waren es natürlich zu viele Niederlagen, da brauchen wir nicht drum rumreden insgesamt. Und ich glaube auch, unser eigener Anspruch ist jetzt nicht die Platzierung und auch solche Serien, dass wir 9 Spiele am Stück nicht gewinnen, das ist nicht unser Anspruch. Aber es liest sich natürlich trotzdem am Ende der Saison dann irgendwo schöner, wenn es dann ein einstelliger Platz ist. Und das ist auch das, was ja dann irgendwo in den, sage ich jetzt mal, in den Fußballgeschichtsbüchern dann hinterher stehen bleibt. Und deswegen, klar, wenn das irgendwo ein Ziel, der jetzt noch sein muss, allzu viele Ziele gibt es dann ja halt in so einer Saison jetzt in den letzten Spielen nicht mehr, dass man sich das dann als Ziel setzt. Ich denke mal, das wird bei euch ja auf jeden Fall auch so sein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade jetzt haben 3 Spiele gewonnen, haben jetzt auch noch, ja, sagen wir mal, wichtige Spiele, gerade auch für andere Mannschaften, sei es nach oben, die sich platzieren wollen, sei es auch nach unten mit Lippstadt, die gegen den Abstieg spielen. Da ist man, finde ich, auch immer den anderen Mannschaften einfach schuldig, sich reinzuhauen. Und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wir wollen immer gewinnen. Und klar ist auch, ich glaube, halt älterer Spieler hat man auch immer einen Blick auf seine Mitspieler und will einfach, dass die Jungs, die den Verein verlassen werden, verlassen müssen, egal wie man das ist halt so, dass die dann auch gut unterkommen. Und ich glaube, das will der Trainer, das will der Verein und dann gehen die Wege weiter. Und das ist natürlich cooler, wenn eine Saison endet, alle haben einen Verein. Und wenn wir dann noch einstellig einlaufen, dann ist das, glaube ich, noch, dann ist die Saison noch so halb gerettet, sagen wir es mal so. Das denke ich auch. Ansonsten geht mir gerade so noch der Gedanke durch den Kopf, dass du ja eigentlich nicht als Rheinländer, aber jetzt schon ziemlich lange hier bist und dass du inzwischen, finde ich, perfekt eigentlich ins Rheinland passt. Hast du denn, die Frage drängt sich ja auf, das klingt ja jetzt so mit dem Ende bei Borussia jetzt nicht so, als wenn da irgendwelche Türen zugeschlagen wären oder als ob da irgendwas jetzt größer im Unfrieden zu Ende gegangen ist. Wäre das theoretisch irgendwann denkbar, dass es vielleicht auf der Trainerschiene irgendwann nochmal einen Weg zu Borussia zurückgeben könnte? Weil wenn ich zum Beispiel mit dem Heiko Vogel, mit deinem aktuellen Trainer, über dich spreche, dann kommt, ist wörtlich der Satz neulich gefallen, ja, der wird auf jeden Fall Trainer. Also der muss Trainer werden, das kann gar nicht anders sein. Ich sag mal, das wird ja wahrscheinlich dann in deinem Kopf auch eine Rolle spielen, in der Richtung dann nach der aktiven Laufbahn weiterzumachen. Könnte es da irgendwann nochmal einen Weg zurückgeben? Also erstmal grundsätzlich bin ich natürlich schon so fußballverrückt, fußballwahnsinnig. Also das ist Fakt. Ne? Also ich interessiere mich wirklich für alles, für sämtliche Ligen und das ist einfach meine Leidenschaft. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, da bin ich irgendwie dazu gekommen und bin froh, dass das über die Jahre mein Beruf geworden ist, sondern ich bin einfach noch Fan. Also mich interessiert einfach alles und ich brenne dafür. Und natürlich kann ich mir das vorstellen, sonst hätte ich den Weg von Bayern nicht eingeschlagen. Nur im Fußball weiß man halt einfach erstmal nie, was passiert. Cool wäre natürlich nach meiner aktiven Zeit, wenn ich dem Fußball
verbunden bleiben könnte. Ich glaube auch, dass ich jemand bin, der ganz gut mit Menschen kann und der Leute auch, ich sag mal so, ja, ich weiß nicht, ob man sagt entertain, aber auf jeden Fall anzünden kann. Und deswegen, ja, also macht mir das Spaß. Dann zum Verhältnis, also ich habe, wie gesagt, das war alles okay, mir wurde das mitgeteilt. Daraufhin habe ich halt für mich entschieden, ich will gerne noch spielen. Und da es auch nichts anderes gab, war die Entscheidung eigentlich leicht, entweder ich höre auf oder ich spiele weiter. Und deswegen habe ich das dann ganz sauber den Verantwortlichen mitgeteilt, dem Trainer mitgeteilt. Das war auch, ist auch auf Verständnis gestoßen. Und ich werde da ganz normal gut behandelt. Also ich sehe den Trainer ja auch tagtäglich, da unterhalten wir uns. Auch den Rest zeige ich jetzt mal im Verein. Das ist ja mittlerweile bei Borussia wirklich, egal ob es in Reha-Zentrum ist, in den Büros, man kommt am Empfang vorbei. Also das ist schon so, ja, also ich habe mich da immer wohlgefühlt, habe da auch, glaube ich, mich immer gut verhalten. Habe ja, mein Zeug gemacht, deswegen wüsste ich jetzt von meiner Seite nicht, warum eine Tür sein, also zu sein sollte. Deswegen kann ich, ist glaube ich die Frage stellt, hast du den Falschen gestellt? Ich habe viel zu viel gelabert und die Frage war gar nicht an mich. Naja, nee, die war schon an dich, aber sagen wir so, den Leuten, die vielleicht dann irgendwann mal beantworten können, werde ich die mit Sicherheit auch nochmal stellen. Genau. Es ist auf jeden Fall so, man, das bekommt man ja so ein bisschen mit, dass man schon ganz klar das Gefühl hat, dass die Wertschätzung bei vielen Leuten im Verein auf jeden Fall auch eine hohe ist. Und im Prinzip war es fast eine rhetorische Frage, wo ich eigentlich nur mal hören wollte, was du dazu sagst. Aber eigentlich ist das für mich relativ klar, dass es jetzt überhaupt keine Gründe geben sollte, dass da irgendwas dagegen spricht. Und wie gesagt, die Mentalität, die du auf dem Platz verkörperst, wenn ich mir die jetzt vorstelle, umgesetzt in der Kabinenansprache, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Mannschaft auch nach einem 0-3 in der ersten Halbzeit noch ein Spiel noch nicht verloren hat. Und deswegen sehe ich das eigentlich ähnlich, wie der ein Trainer das sieht, dass das eigentlich eine relativ logische Geschichte wäre, wenn jemand so für Fußball brennt. Und wie gesagt, er hat das, also das hat er nicht so Larifari mal daher gesagt, weil das wirst du ja jetzt im Jahr auch gemerkt haben, dass das jemand ist, der seine Worte an sich in den meisten Fällen immer sehr gut wählt, von der einen kleinen Geschichte jetzt mal abgesehen. Aber das ist ja nur jemand, der sich da Gedanken drüber macht, bevor er sowas sagt. Und wenn ihr über Fußball redet, dann weiß der, glaube ich, nach einer Stunde, wie jemand tickt. Ne? Also das wirst du ja auch. Ich glaube, gerade wenn man jemanden halt tagtäglich auch sieht, da weiß man ja auch, ja, man kennt sich halt einfach dann. Ne? Man hält sich ja auch so, sag ich mal, in der Kabine, auf dem Weg zum Platz. Und da geht es ja auch nicht nur immer um, da geht es ja auch mal, ja, über den Tellerrand hinaus, man unterhält sich über vieles, auch mal über andere Mannschaften und so, das ist dann schon, ja, dann fragt man mal hier und mal danach oder, also das ist dann schon so ein guter Austausch, wo ich auch glaube, dass man sich halt kennenlernt, deswegen, ja, freue ich mich, dass er sowas sagt, ja, auf jeden Fall. Also der besser, als wenn er sagt, der hat mit dem Fußball nichts mehr am Hut. Also. Er hat ja auch im Fußball ein bisschen was erlebt. Insofern denke ich mal, ist das ja auf jeden Fall auch eine Expertise, auf die man ein bisschen was geben kann. Genau. Das sollte ich auf jeden Fall sagen. Okay, Thomas, ich danke dir für das tolle Gespräch. Sehr gerne, danke auch. Wünsche dir alles Gute natürlich auch für die Zeit beim 1. FC Köln. Ihr dürft dann in der kommenden Saison, wenn es, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften es in der Regionalliga geben wird, wenn ihr jedenfalls 40 Spiele habt, dürft ihr gerne 38 gewinnen von meiner Seite. Und wenn es am Ende dann alle sind, dann ist es auch so, dann gönne ich das auf jeden Fall auch von Herzen. Und ja, euch danke ich natürlich auch wieder fürs Zusehen und wünsche euch, wie ihr das schon inzwischen gewohnt seid, in der leider noch etwas andauernden Pandemiephase, viel Spaß bei allem, was ihr tun dürft, könnt und wollt. Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe dann hoffentlich wieder und sehen uns idealerweise auch. Ciao, tschüss.